Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von For Honor. Diesmal werden Lanze und ich gegeneinander kämpfen. Match starten. Und ich glaube, ich werde nicht den Roshi nehmen, glaube ich, werde mal den Kriegstreiber hinnehmen. Die hast du noch gar nicht gesehen. Ich bin gespannt, ob ich die noch kann. Das ist das nächste. Greifst du mit der bloßen Hand an oder was? Ja, ich habe so eine starke Hand, ich kann durch deinen ganzen Körper schlagen. Was ist los, Mente? Ja. Hast du die mir direkt über dem, genau in die Mitte, in den Kopf gestochen, oder was? Nö, hinten rein. Aber das war das nicht, was ich zeigen wollte. Das war noch das andere. Oder hab ich das? Ja, das habe ich schon gerade drin. Oh! Das reicht aber hier mal. Ja, ich mach halt kurze Schläge. Gewonnen. Es gibt auch so richtige Kombos, aber die Kombos kann ich teilweise nicht. Für dich ist es, glaube ich, so ein bisschen wie Training, oder? Ein bisschen. Ah, verdammt! Ja, ach, ich konnte den Finisher nicht machen, das war das Problem. Ich habe dann aus Versehen eine andere Taste gedrückt. Macht nichts. Runde 4. Warte, mich mal geschlagen. Es sind ja insgesamt 5 Runden. Ja. Alter! Warte kurz! Komm her, ich brauch ein bisschen Leben von dir. Alter! Knie nieder! Ja, das meinte ich. Oder ist es ein anderer Move jetzt? Das ist ein anderer Move. Du kannst bis zu 3 Exekutionen kannst du heraussuchen. Aber beim dritten musst du halt X3 gedrückt halten. Ah. Wenn du deinen Helden bearbeiten gehst, musst du auf auf R1 drücken. Dann kannst du Exekutionen aussuchen. Ja. Dort dann empfangen. Also willst du noch mal einen Rückspin haben, oder? Ja. Gut. Dann nehme ich mal den Roshi.
Da kann ich ein bisschen halt die Kampfsteuerung begreifen. Vor allem, ich verwechsel dauernd Dreieck ist ausweichen. Ich bin halt dran gewöhnt, bei Kingdom Hearts ist immer Dreieck entweder halt, was war nochmal Dreieck? Dreieck war halt da bei Kingdom Hearts immer das Schlagen. Kreis war Springen, Viereck war halt die Rolle. Und die Dreiecktaste war für die Spezial-Konterfähigkeiten. Und wenn man Viereck gedrückt hält, bei zum Beispiel XXX und dann Viereck schlagt, dann kann man so auf den Boden runterschlagen. Also sprich, so eine Spezialfähigkeit noch ausführen. Ja gut, du hast halt dann, dann kannst du immer so bestimmte Kombos eigentlich jetzt bei dem Spiel. Ja, ich habe mich halt an die Combo-Skills gewöhnt, deswegen. Und das Spiel ist halt jetzt ein bisschen so, besser gesagt, draufklappen. Ja, und ein bisschen halt umständlich mit der Steuerungsangriffstaste. Das ist Ding ist so ähnlich halt wie Ding Monster Hunter World. Ich muss mich halt da auch wieder an die Steuerung gewöhnen. Und dass ich das halt nicht wieder verwechsle. Das heißt, ich habe ein sehr schlechtes Steuerungsgedächtnis, wenn ich verschiedene Spiele spiele. Ja. Alter, macht mich fertig. Ich habe nicht, ich habe jetzt eigentlich, ich habe jetzt einfach die Taste Dreieck, Dreieck, also sprich R1, R1 und dann R2. Ich tue ja mit den schnellen Angriffen und dann zum Schluss einen starken Angriff. Man merkt halt schon irgendwie zwischen den Kriegstreiberin und den Orochi, weil Orochi habe ich erst gerade angefangen. Da sieht man schon, das ist auch, besser gesagt, Glückstrefferchance. Wenn man neu ist und man die Charaktere nicht kann, dann ja. Runde 3. Je nachdem, wenn man ein bisschen mehr mit den Charakteren spielt und sich ein bisschen mehr auskennt, dann ist es halt auch etwas, wo du dann sagst, dann kannst du es so gut timen. Reicht ja aber mal. Und enthauptet. Runde 4. Runde 4. Die Frage, sind die Samurai eigentlich auf Geschwindigkeit aus oder auf Angriff? Auf Beweglichkeit. Die Ritter sind eher so auf Angriff. Die Shinobis sind auf Beweglichkeit, was ich jetzt nicht wirklich drauf kriege. Und die Wikinger sind komplett auf Berserker, sprich auf Schaden. Genau. Also die Ritter sind eher so zwischen Angriff und Verteidigung, eher ein bisschen auf Verteidigung. Mhm. Ich habe jetzt nächstes die Sturm kaputt von dem. Ja, hau mein Schlüsselbein kaputt, ist schon recht. Okay, das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Ich bin mal gespannt, wie du dich jetzt wirklich nochmal gegen den Kriegsreverend anstellst jetzt. Ja, das interessiert mich jetzt auch. So, nochmal Rückkampf. Also das Spiel musst du auch den von Kämpfer empfehlen, da wird er wahrscheinlich sicher in Rage-Mode geraten. Ja, glaube ich. So, mein Wächter. Vor allem die schwarze Sonne im Hintergrund ist richtig geil. Mhm. Ich gehöre der Assassinen-Gilde an. Und ich bin halt ein Paladin, aber wie heißen die? Nee, die Templer. Blöder Templer. Runde 1.
Weißt du was? Kann man. Wie war das nochmal? Ah, kann man nicht runterspringen. Nee. Oder dann ist geht's nicht. Auch nicht lang. Ja, ich konnte halt nichts machen, weil ich erst wollte weiter runter und nicht hier oben auf dieser Brücke. Das war halt ein Fehler. Ich... Normalerweise macht man das ein bisschen anders. Ich glaube, ich zeig dir mal schnell, wie man das, wenn man die DL macht, was dann einige machen, aber nicht viele machen. Bevor du herkommst, wann gehst du her und mach den hier. Macht einen Emote. Und zeugt so denjenigen mit dem Respekt. Mach das mal. Drück mal R2. Achso, du meinst L1. Nein, R2. Du kannst aber auch ganz normal so machen. Aber es dauert nicht so lang. Moment, warte, das war falsch. Du meinst Dreieck? Ja. Ungefähr so. Und somit hast du dann denjenigen ein bisschen den Respekt gezeigt und dann kannst du anfangen zum Kämpfen. So, irgendwie ist es das gleiche Spiel wie gerade eben wieder, oder? Fast. Runde 3. Ja, wenn du anfangs schon den großen Schlag machst, dann ist es halt das Problem, du kannst dann nicht mehr stoppen. Bei dir ist es so, wenn du einen schweren Schlag machst, dann nutzen meine Kleinschläge überhaupt nichts. Weißt du, die stoppen dich nicht. Ja, also die großen Angriffe oder die Schwellenangriffe sind schon einiges, wo du sagst, die musst du am Anfang ausweichen. Warte, vergessen. Begrüßen. Ah, okay. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir mal gegen Spieler kämpfen. Mhm. Wir werden das verlieren, das weiß ich jetzt schon. Aber. Letzte Runde. La. Moment, lass mal so. Begrüßen, so. Ach komm! Ja, mach ruhig. Schön, dass die Hand so richtig schön durchgeht, ne? Du bist in mich komplett reingegangen, du. Ja, ich bin einmal so komplett durch. Nein, ich meine, du bist komplett mit deinem ganzen Körper in mich rein und dann raus. Nein, ich bin mit meiner kompletten Hand durch deinen ganzen Körper durch, hab gewunken und bin dann wieder Heldenkills raus. Heldenkills 2 habe ich gemacht. Ja, du hast 2-2. Das war halt die 5. Runde. So, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir hören uns einfach wieder in der nächsten Folge wieder. Also, okay? Also dann, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.